Nach der Länderspielpause trifft Magdeburg vor ausverkauftem Haus auf den HC Erlangen. Der SCM im Vorwärtsgang. Das ist Philipp Weber mit dem Treffer zum 1:1. Zuletzt haben die Magdeburger im Spitzenspiel die Füchse Berlin geschlagen, aber die Pause hat Spuren hinterlassen. Sehr nervöser Beginn der Hausherren. Erlangen besser, Jepson mit dem 5:4. Magdeburg kann sich in dieser Phase aber vor allem auf einen verlassen. Hernandez hält, 14 Paraden liefert er insgesamt in dieser Partie. Erlangen konnte zuletzt einen Erfolg verbuchen gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Dieses Selbstvertrauen, das ist spürbar. Heini mit dem 6:6. Und gerade Heini steht im Fokus, denn der blüht ja mittlerweile so richtig auf in der Spielmacherrolle. Tolles Tor von ihm. Aber nicht nur Heini ist sehr effizient an diesem Tag, sondern eben auch Jepson. 11:10 für die Gäste. Magdeburg zeigt gerade in Sachen Zweikampfintensität zu wenig, aber sie steigern sich in den letzten Minuten der ersten Halbzeit. Magnusson 11:11 zur Pause, führen sie sogar mit 15:13. Zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigt sich Erlangen aber einmal mehr hellwach. Wieder kommt da Jepson in eine gute Position. 5 Tore steuert er am Ende. Bay ist damit treffsicherster von Erlangen. Und dass sie nicht nur wuchtig, sondern auch besonders schön können, zeigt sich hier. Seitz mit dem 16:18. Tolle Bewegung. Tolle Aktion. Aber vorn lassen sie zu viel liegen. Zum Glück haben sie aber hinten ihn. Bertram Obling erwischt einen sensationellen Tag. Großartig die Reaktionen dort. Dann der Ballgewinn der Magdeburger. Magnusson auf und davon. Und wieder ist es Obling. 16 Paraden. Saisonbestwert. Aber ein Obling reicht nicht. Erlangen verliert in der 51. Minute. Für die Abwehr wichtig. Link. Er bekommt zum dritten Mal die 2-Minuten-Strafe. Sieht die rote Karte. Der Rückstand nun schon angewachsen. Aber Magdeburg macht den Sack nicht zu. Immer wieder lassen sie selbst solche Gelegenheiten aus. Obling noch immer emotional geladen. Aber Magdeburg marschiert in den letzten Minuten davon. Zmarason mit diesem Treffer. Und auch wenn Obling immer wieder weitere Gegentore verhindern kann, es ändert nichts daran, dass der SCM auch diese Aufgabe löst. Sie entscheiden das Heimspiel für sich, gewinnen 27:22. Alle Spiele live und auf Abruf. Bei deinem